Der Tod lässt diesen Mann den makabren Scherz vergessen, den sich ein angeblicher Freund mit ihm gemacht hat. Alle seine Gedanken sind konzentriert auf den Tag, an dem er unbarmherzige Vergeltung üben kann. Dieser Film schildert die Geschichte eines abgrundtiefen Hasses. Eines Hasses, der selbst vor dem Tod nicht Halt macht. Wahrhaft ein Totentanz, zu dem die Revolver die Begleitmusik machen. Mann, der bereit ist, durch die Hölle zu gehen, um sich Gerechtigkeit zu verschaffen. Aber auch das hohe Lied menschlicher Bindungen. Eine Freundschaft auf Gedeih und Verderb. Na, Würschchen, willst du mir jetzt endlich verraten, wo du das Gold versteckt hast? Eine erbarmungslose Auseinandersetzung, die nur unter einem einzigen Gesetz steht. Gott vergib Django nie.